Ah, ist das heute ein schöner Tag, Leute. Endlich ein bisschen Mechanik. Und zwar, ich habe schon ein bisschen vorgeschraubt. Ich zeige es euch gerade. Ach, da seht ihr es. Das Rad ist ab. Ach, da fällt mir gerade ein. Da hat mich ein Zuschauer schon, ich glaube, beim ersten TT-Video gefragt, was für eine KBA-Nummer der hat. Und wo steht denn das? Da muss ja irgendwo KBA stehen, oder? R und H. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen aushelfen. Also, ich habe hier ein Zubehörrad. Und da muss ja irgendwo eine KBA-Nummer draufstehen. Und die ist ja auch markiert mit KBA. Aber hier steht gar nichts. Hier steht die Einpresstiefe. MG 808. Keine Ahnung. Da auch nicht. JDL. Ne, keine KBA-Nummer. Warum? Oder verpeile ich gerade irgendwas? Naja, wie auch immer. Ich sehe es hier nicht. Hier sehe ich es nicht. Und hier kann ich es auch nirgendwo erkennen. Naja, ist ein Problem. Aber wie auch immer. Endlich ein bisschen Mechanik. Ich habe vorgearbeitet, das Rad abgebaut. Ich habe hier jetzt erstmal die Lampe an, die Koppelstange gelöst. Ja, jetzt habe ich das Problem, die andere Seite ist nämlich am Boden und die Koppelstange ist natürlich jetzt voll auf Spannung. Ich muss die gerade, also ich muss den hier Stabi von Hand runterdrücken und die Koppelstange mal rausziehen. So. Koppelstange ist lose. Das wird bestimmt ein Riesenproblem, diese wieder drauf zu kriegen. Ich versuche mich auch gerade so ein bisschen zu beeilen, denn meine Frau war gerade hier mit Kindern und hat die. Und Frau hat gesagt, heute bist du um 9 Uhr zu Hause. Und ihr wisst, was das heißt, wenn die Frau sagt, ihr seid heute um 9 Uhr zu Hause, dann seid ihr um 9 Uhr zu Hause. Denn was passiert sonst? Richtig, es gibt morgen zur Arbeit kein warmes Mittagessen. Leute, ja, ich sehe gerade das Riesenproblem. Ich glaube, ich muss diese rechte Seite mit anheben. Wow, wisst ihr warum? Folgendes. Jetzt habe ich schon wieder einen Versprecher gesagt. Ich habe gesagt, rechte Seite, nein. Natürlich die linke Seite. Also die linke Seite muss mit angehoben werden, denn der Stabi, der drückt hier gegen die Gelenkwelle. Der Stoßdämpfer, der ist ins Radlagergehäuse reingeschoben. Ich habe die Schraube hier schon mal abgemacht. Das ist so eine Klemmschraube. Für diese Klemmschraube, um das, den Achsschenkel, das Radlagergehäuse, das ist hinten so zusammen. Und das muss man ein bisschen aufspreizen. Dafür gibt es wiederum so eine Spezialnuss. Viele kennen sie. Einige, die nicht so viel VW Audi machen, die kennen das nicht. Das ist so eine Spezialnuss. Die schiebt man in den Achsschenkel da hinten rein und spreizt das Ganze so ein bisschen, dann ist der Dämpfer lose, der Achsschenkel, der geht runter und man kann den Dämpfer hier quasi rausziehen, bedeutet die Bremsleitung, ABS-Kabel muss raus, die Bremsleitung muss ausgehangen werden und dann geht der Achsschenkel runter und den Dämpfer können wir abmachen, wenn wir natürlich hier die Schraube rausmachen. Und außerdem, schaut euch dieses Desaster an, hier hat einer das falsch zusammengebaut. Das ist hier schon richtig kaputt, ganz, ganz schlimm, ganz gefährlich, was hier gebaut wurde. Falsch zusammengebaut. Ja, und auf jeden Fall muss ich gucken, dass ich die linke Seite hochhebe. Dann geht der Stabi automatisch mit runter, drückt nicht mehr gegen die Gelenkwelle. Und wir können den Achsschenkel, die komplette Achse ein bisschen runterlassen. Der Dämpfer fährt aus dem Achsschenkel, aus dem Radlagergehäuse raus und wir können das Federbein komplett rausholen. So, die Seite ist oben, linke Seite ist hochgelassen und wir spreizen jetzt den Achsschenkel. Puh, ja, Leute, locker eine halbe Stunde vergangen. Und zwar, nächstes Problem, Auto alt und der Vorbesitzer, der hier die schönen Bildsteindämpfer reingeschmissen hat, scheint so, dass er kein Spezialwerkzeug hatte. Aber dafür hatte er anscheinend einen guten Hammer und ein paar gute Schraubendreher, die er dann nämlich reingeballert hat. Ich habe es nämlich mit dem Spezialwerkzeug nicht aufgespreizt gekriegt und musste mir was einfallen lassen. Super, oder?
Also, ich habe als erstes einmal einen 8er Imbus genommen, von hinten da reingetan. Und als ich den Dämpfer jetzt so ein bisschen runtergekriegt habe, schön feste draufdrücken, habe ich Platz gehabt für das Werkzeug etwas höher, weil hier ist so eine Metalllasche. Und die Metalllasche, die kann man nicht einfach irgendwie, da kann man nicht gegendrücken. Ja, hier Imbus, hier das Spezialwerkzeug. Ja, und jetzt können wir eigentlich, ihr seht, der Dämpfer bewegt sich und den muss man jetzt einfach nur so ein bisschen wackeln und dann kommt er schon runter, wenn der Stabi, trotzdem, dass die linke Seite hoch oben ist, dass er trotzdem hier gegendrückt, ne? Ah, weia. Ja, werde ich wohl ein bisschen fester drücken müssen. So, ich habe das mal gelöst, abgemacht und schau mal her, den Stabi schön nach unten drücken. So, jetzt schauen wir uns mal die zweite Seite an. Und der Stabi drückt nicht mehr gegen das Federbein, gegen die Gelenkwelle. Der müsste eigentlich ja, peu à peu rauskommen, wenn hier alles frei ist. Natürlich haben wir jetzt noch die Vorspannung vom Querlenkerlager. Von diesem vorderen Querlenkerlager, das drückt das natürlich auch so ein bisschen hoch. Und deshalb muss ich mit beiden Händen jetzt nochmal runterdrücken. Ja, und das ist nämlich genauso, wie ich befürchtet habe. Er geht nicht weiter runter. Und zwar haben wir jetzt als nächstes das Problem, dass die Gelenkwelle gegen den Aggregateträger drückt. Genau hier. Er kommt gegen den Aggregateträger und die Gelenkwelle kann nicht weiter runter und somit haben wir das Problem, dass das komplette, ja, dass der komplette Achsschenkel nicht runter will und ja, dann kriegen wir den Stoßdämpfer halt nicht raus. Man könnte jetzt hier mit einem, ach, das mache ich. Ich nehme einen Federspanner, den spanne ich hier drauf, dann drücke ich den zusammen und dann kriege ich den raus. Und dafür brauchen wir diese Backen. Oh, das ist ein Riesengerät. Leider habe ich nur den großen. In diesem Fall wäre es richtig geil, wenn man so einen kleinen Federspanner hätte, so Gewindestangen. Aber die hat man vor langer Zeit verliehen und nie wieder gekriegt. Das ist das Problem. Dann müssen wir das jetzt mit dem großen machen. Zumindest die Feder so ein bisschen zusammendrücken. Zack. Und dann kriegen wir das auch wieder hoch und schön raus. Oh, Leute, fertig. Also, schon mal rausgezogen. Jetzt müssen wir hier oben nämlich die Mutter vom Stoßdämpfer abmachen. Eigentlich nicht mit einem Schlagschrauber, aber das sowieso falsch zusammengebaut ist, geht das wahrscheinlich mit einem Schlagschrauber sofort. Und die Klemmung ist nämlich da gar nicht drauf. So, lose. Also man sollte es nicht mit einem Schlagschrauber machen, denn wenn man den Dämpfer dann volle Pulle dreht, dann geht der Dämpfer kaputt. In diesem Fall, ich habe nur zweimal drauf gedrückt und der Dämpfer hat sich gar nicht gedreht, weil das halt falsch zusammengebaut ist. So, und haben hier alles draußen und fertig. Hallo, Federbeinlager. Ist auch hier. Das Federbeinlager klemmt fest. Was ist da los? Ja, weil es falsch zusammengebaut wurde, klemmt nämlich auch das Federbeinlager. Das hat sich richtig reingefressen. Und so. Also ich zeige euch mal, was hier gemacht wurde. Ja, das Kugellager, das muss hier oben drauf. Ist gar nicht hier oben. Wo ist denn das Kugellager überhaupt? Ja, geil. Also, für die, die VW kennen, die wissen, wie VW, Audi, wie diese Golf 4 und Audi A3 Stoßdämpfer Federbeine zusammengebaut werden. Schaut euch an, was hier gebaut wurde. Also, seht ihr das da drin? Das ist nämlich das Federbeinlager. Das ist natürlich falsch. Das Federbeinlager gehört nicht hier drunter, sondern gehört hier oben drauf und wird mit dieser Mutter angezogen. Dann kann sich das Federbeinlager
frisst sich dann nicht in die Karosserie rein, sondern hält still. Und das Federbein kann sich links, rechts drehen. Ja, alles normalerweise null Problemo, wenn man es richtig zusammenbaut. Und hier haben wir das Problem dann, dass er natürlich beim Lenken boing, boing, boing gemacht hat. Das kennt ihr bestimmt von vielen Autos, wenn man eine gebrochene Feder hatte oder sowas. Oder wo das Federbeinlager fest wird. Dann macht es beim Lenken so boing, boing. Da springt nämlich die Feder, die hakt und springt um. Gut. Wir müssen es auseinandernehmen, denn ich benötige hier diese Mutter für den neuen Dämpfer. Die Feder ist schon zusammen gespannt, haben wir ja gerade zusammen gemacht. Oh, da muss man ein bisschen ducken. Auch hier geht man eigentlich nicht mit einem Schlagschrauber dran, sondern mit einem Spezialwerkzeug oder 21er Ringschlüssel und hier mit einem, weiß nicht, 7er oder 8er gegenhalten. Allerdings, wenn man hier, das ist einfach nur eine Klemmschraube, Klemmmutter, wenn man hier einmal drauf drückt, die kontert nicht oder sowas, also die hat keine Quetschung. So, und die kann man eigentlich schon jetzt von Hand rausdrehen. Hier kann nicht viel passieren. Jedoch muss ich es immer, oder erwähne ich es gerne immer wieder, Leute, nicht, das wird aber leider jetzt noch in Ordnung, der Teller sieht nicht ganz so super sexy aus. Jedoch möchte ich das nochmal erwähnen, wenn man mit Schlagschrauber an Stoßdämpfer dran geht, und er fängt sich an zu drehen, dann geht er höchstwahrscheinlich kaputt. Ich sehe hier so ein bisschen Öl. Ja klar sehe ich hier Öl. Ich weiß auch warum. Weil das nämlich hier Doing Doing gemacht hat beim Lenken, hat der Vorgänger wahrscheinlich versucht, mit Öl und Rostlöser und sowas dem entgegenzuwirken, damit das nicht mehr passiert. So, haben wir das? Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal im Vergleich altes und neues Federbein an. So, können wir eigentlich anfangen, das alles zusammenzubauen. Was hier jetzt entfällt, ist natürlich die Feder, das Federbein und die Staubschutzkappe brauchen wir alles nicht, denn das ist hier alles, bei so einem Luftfahrwerk ist alles in einem. Und wir haben auch ein neues Federbein-Stützlager. Mit Kugellager zur Verfügung gestellt von Kagraf. Als er nämlich damals schon, das ist ja schon fast 2 Jahre her, gesehen hat, dass ich mir einen TT gekauft habe, hat er nämlich seinen Leon verkauft. Und dafür sind viele Teile, die gleich sind, die zusammenpassen. Und da hat er mir das gegeben. Das Kugellager kommt hier so rein. Jetzt schnappe ich mir mal die Teller. Der Teller kommt nämlich drauf, weil wir die Auflagefläche für das Federbeinlager, für das Kugellager brauchen. Hier wird es draufgelegt. Dann kommt das Federbeinstützlager drauf. Achso, das Schöne hier ist jetzt, das ist ja genauso lang wie dieser Dämpfer hier. Schauen wir einmal kurz. Ach, viel kürzer. Schaut euch das mal an. Das sind doch locker 3 cm. 3 cm kürzer. Aber wenn es jetzt Probleme geben sollte beim Ansetzen, kann man den hier nämlich schön runterdrücken und einbauen. Der fährt natürlich aber wieder von alleine zurück. Aber dann könnt ihr hier mit dem Finger zuhalten und dann fährt er nicht mehr hoch. Wenn ihr aufmacht, dann geht er wieder hoch. Aber wir schauen mal, ob es so funktioniert. Den Teller und die Mutter kommen hier schon mal oben drauf. Also, und dann kommt noch die Mutter hier oben drauf. Ja, das ist einfach nur, dass das Federbeinlager in seiner Position bleibt. Eigentlich ist es dafür da, dass der Teller fixiert wird. So, wir brauchen die lange Nuss erstmal. Und das ist auch ganz wichtig. Und zwar, wenn wir den gleich festziehen, dann drehen wir nämlich auch gegen diese Mutter. Das ist ganz wichtig, dass das gegeben ist, damit wir hier damit wir einen Anpressdruck gleich haben. Und ihr seht, das Federbeinstützlager, das hält gleichzeitig mit da drauf. 24er Ringschlüssel, den direkt aufs Federbein drauf, beziehungsweise auf die Kolbenstange und festziehen. So, das muss nicht bombenfest sein. Achtung, wenn man hier zu feste zieht, kann es sein, dass man den hier, die Dämpferkolbenstange kaputt macht. So,
Das ist jetzt ein Teil, ist schön fest und wir sehen, es dreht sich auch, das Federbeinlager dreht sich, es wird kein Knarzen mehr geben. Wenn man nämlich das hier falsch zusammenbaut, dann wird es gravierend, dann geht nämlich diese Manschette kaputt, beziehungsweise dieser Federbalk geht dann kaputt. So, Teller, Mutter ist drauf, wir nehmen uns die lange 21er Nuss zum Ansetzen. Die Mutter hat sich gedreht. So. Und einmal schön. Und wir haben hier vielleicht Platz, Leute. Wow. Da braucht man nichts mehr runterdrücken. Wow. Ich glaube, der wird tief. Mit dem originalen Dämpfer war der richtig lang. Oh, unglaublich. So, und hier nochmal das gleiche. Wir nehmen uns nochmal den Imbus, 6er Imbus und, ja, und den 24er Maul und ziehen das Federbein schon mal oben fest. So, fertig. Warum ist das hier auch speziell wichtig, dass man das genau so festhält? Würde man das jetzt mit einem Schlagschrauber machen oder ohne gegenzuhalten, festschrauben? Wir erreichen ja irgendwann diese Mutter, die wir als erstes drauf gemacht haben. Die dreht sich da drauf und dann kann es passieren, wenn wir die Kolbenstange nämlich mitdrehen, wenn wir nicht gegenhalten, die Kolbenstange, dass die Mutter unten anfängt sich mitzulösen und dann haben wir ein Federbein. Das ist dann so ein bisschen lose und das ist nicht so gut, ne? weil diese ganzen Zusammenbausachen, die Bleche, Federbein, Stützlager, wäre dann halt ein bisschen gelöst. Nicht auf Anpressdruck, sondern das Gewinde würde dann halt ja, das ganze Auto festhalten, quasi den Stoßdämpfer festhalten. So, der ist drauf. Jetzt eine Sache und zwar den auf die ja, Nackschenkel, auf die Kolbenstange, den hier dann rausholen, den Imbus, und wir sind ja, mit dem Federbein schon fast fertig. Wir setzen das auch gerade nur noch an. Weil ich habe schon gerade eine Benachrichtigung gekriegt, Sohnemann abholen, also quasi nach Hause gehen, weil es ist schon kurz vor zu spät und wir wollen ja morgen in der Arbeit warm essen. Der geht aber richtig hoch, also für alle, wo die sagen, jo, ist zu schwer oder so, Wagenheber drunter und mit dem Wagenheber leicht hochdrücken, dann habt das nicht so schwer, so wie ich das jetzt hier mache. Und was hilft, ist auch so ein bisschen Rostlöser hier drauf zu sprühen, dann geht es auf jeden Fall viel einfacher. So, Federbein ist angesetzt. Die Klemmschraube, die kann schon mal drauf, aber Leute, muss ich eins sagen, ich muss jetzt abhauen. Ne, das mache ich lieber, lass die hier liegen, nicht, dass ich vergesse, die später festzuziehen oder so. Und ich würde sagen, morgen geht's weiter.